Ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir machen, das deine schauspielerische Fähigkeit im Spontanen noch einmal reichlich herausfordert. Ja. Und zwar gucken wir uns jetzt gleich mal drei Filmszenen an, die von die ikonisch sind, die jeder kennt. Und ich würde mir mal wünschen, diese Filmszenen aus einer anderen Perspektive zu sehen, mit anderen Protagonisten. Und da wir heute mit dir viele verfügbar haben, müssen wir das mit dir machen. Okay, verstehe. Und weil wir das Spiel so genannt haben, dass wir es mit keinem anderen spielen können, sondern nur mit einem Max. Wir spielen Cinemax. Cinemax machen wir jetzt und dazu schauen wir uns jetzt eine ikonische Filmszene an, die du sicherlich kennst. Das Schweigen der Lämmer gesehen? Ja, natürlich, aber schon gut 10 Jahre her oder so. Gut, wir schauen uns mal die Originalszene an und dann würde ich gerne, bereite dich schon mal vor, mir vorstellen, was wäre denn, wenn, sagen wir mal, Klaus Kinski zum Beispiel diese Szene gespielt hätte. Aber schauen wir erst mal. Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen, dazu einen ausgezeichneten Chianti. Einer dieser Meinungsforscher, nicht? Der wollte mich testen. Starling. Darling. Ich genoss seine Leber mit ein paar Fava-Bohnen und dazu einen beschissenen Chianti, nicht? Und ihr Schweinefraß! Kann kein Mensch fressen, diesen Schweinefraß! Verstehst du? So blöd kann keiner sein! Okay, ja, gut. Okay. Und so weiter. Bisschen Gänsehaut. Deine Augen werden wirklich weird. Ja, mir ist nicht mäßig. Ja, jetzt wär's eigentlich erst losgegangen, die Szene. Jetzt hätte ich. Jetzt wärst du eigentlich jetzt wär ich der Psychopath geworden, der da drin steckt. Wie würde es denn klingen, wenn Jorge so eine Szene spielt, der ja eigentlich ein ganz netter ist und den man ja gar nicht mit Psychopath in Verbindung bringt? Einen dieser Meinungsforscher wollte mich testen, und sagen, ich bin so ein roten, so ein blauen, so ein großer, und dann habe ich mir, der hat mir was gesagt, man muss nachschauen. Und ich genoss sein Leben, super lecker Leben. Ja. Okay, wir machen eine neue Szene. Fava-Bohnen. Ich weiß nicht, was sind eigentlich Fava-Bohnen? Was ist Fava-Bohnen? Hab ich noch nie gegessen. Jetzt schon, ich muss jetzt schon sagen, Anthony Hopkins ist eine absolute Fehlbesetzung für diesen Film. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann ein Remake. Ja, davon. Unbedingt. Ich finde, Jorge hat Kinski eindeutig geschlagen. Absolut. Jorge ist der bessere Kinski. Großer. Okay, wir machen noch eine Szene. Den Film hast du bestimmt gesehen. Pulp Fiction? Okay. Ja, den habe ich auch gesehen. Natürlich, ja klar. Pulp Fiction kennt man in jeder WG, hängt als Kompromissplakat ein Pulp Fiction-Plakat und wir schauen jetzt auch eine ikonische Szene aus Pulp Fiction, die wir gleich nachspielen werden. Und weißt du, wie die einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Die nennen die nicht einen Quarter Pounder mit Käse? Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist. Wie nennen die ihn? Die nennen ihn Royal mit Käse. Royal mit Käse? So ist es. Wie nennen die einen Big Mac? Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Macke. Le Big Macke. Wie denn der Whopper? Keine Ahnung, im Burger King war ich nicht. Also du bist Vincent. Ich bin Vincent. Und, ja, also du bist okay. John Travolta, weil du auch einfach der John Travolta-Typ bist. Warte mal. Zu Pulp Fiction finde ich ja, ist ja tatsächlich, ich sehe da auch ein bisschen Raab. Wahr. Ja. Okay, du fängst an. Fahren wir schon? Ja, wir machen. Elton, ach so, du bist. Ja. Ich bin der andere. Oh ja. Sensationell, oder? Ja. So. Und weißt du, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber weißt du, wie ein Quarter Pounder mit Käse, wie die die in Paris nennen? Die nennen ihn nicht einen Quarter Pounder mit Käse? Ja. Nein, Mann. Die haben das metrische System. Ja. Verstehen Sie? Ja. Und zwar, also die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist. Ach so. Unfassbar, oder? Ja. Wie nennen die ihn dann? Die nennen ihn Royal mit Käse. Royal mit Käse? Ja, unfassbar, oder? Was war da denn los? Und wie nennen die ihn Big Mac? Ein Big Mac ist ein, ja, man weiß es nicht, ein Big Mac eben, ja.
oder? Aber die nennen ihn Le Big Mac. Le Verstehen Big Sie? Weil in Paris ja Franzosen leben. Ach so. Ja. Und wir nennen den Whopper? Keine Ahnung, ja. Man weiß es nicht. Es ist so gut. Es ist wirklich. Ich meine, ich komme mir immer vor, als würde ich mich selber imitieren, wie ich früher Raab parodiert habe. Aber es ist wirklich fantastisch. Und tatsächlich, also du nimmst auch in den Augen diese Figur an. Das ist wirklich irre. In deinen Augen vielleicht. Ja, in meinen Augen auf jeden Fall. Hier ist auch die Scheibe ein bisschen. Aber du bist ja auch voll in der Szene gewesen. Ja, total. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit lachen musste. Wie schlecht und unprofessionell war das von mir? Ja, aber ich habe die ganze Zeit abgelesen. Ist auch nicht viel besser. Ja, ich habe einen Teleprompter. Komm, wir machen es noch einmal besser. Also jetzt nicht die Szene. Du habt ja bestimmt noch eine, oder? Wir haben noch eine Szene da. Die ist aber jetzt gar nicht so textlastig. Okay. Das ist die berühmte Szene aus Harry und Sally. Weißt du, welche ich meine? Ich fürchte, ja. Ja. Ich habe eine Idee. Und da das eine Szene ist, die ich einmal gerne im Leben live erleben würde, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so ist, spielen wir die nach. Aber vorher schauen wir uns das Original an. Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken? Nein. Jetzt hör auf. Oh. Ja! 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 Oh! Ja! Ja! Oh! 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 Ich finde, das ist eine Szene, die passt. Ich gehe noch mal eben den Text durch. Ja. Die passt zu Markus Lanz, finde ich. Möchtest du Sally sein als Markus Lanz? Ich sage nur nein. Aber das Spiel. Okay, ja, ja. Ich gebe dir den Cue. Keine Ahnung. Mein Part ist auch schwierig, Max. Ne? Du verstehst das nicht. Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken? Okay, darüber werden wir noch zu reden haben. Aber ich denke, nein. Moment. Ich bin schon gekommen.